Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate Enhanced Edition. Wir sind westlich der Hohen Hecke. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber wir sind einfach irgendwann westlich von der Hohen Hecke. Eigentlich müssten wir nach Nashkill. Das ist, glaube ich, südlich von hier. Aber ich habe die Hoffnung, noch irgendwas zu finden. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wunderbar. Das ist immer gut, wenn es anfängt zu regnen. Das sind super gute Zeichen. Ja, das heißt so, hey, da kann nichts passieren. Ist ja nur Regen. Hahaha. So, was erkunden wir hier jetzt eigentlich? Hier ist schon mal nix. Ich finde auch immer gut. Ist auch immer gut, ja. Gute Zeichen, sowas. So, das ist wäre hier eine Klippe. Hier ist nur Wald. Warum ist hier nur Wald? Das macht mir jetzt ein bisschen stutzig. Immerhin komm mal mit. Oh, 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 oh. Da ist schon der erste Gegner, ein Wolf. Ein toter Wolf. 65 Erfahrung. Das ist nicht schlecht. Ja, besonders in den Anfangsphasen sollte man noch jeden Gegner mitnehmen, den man findet. Einfach um den Level-Up mal ein bisschen voranzutreiben. Ich habe 816 Erfahrung, 2250 brauche ich. Also das ist schon eine ganze Menge Holz, was ich da weghacken muss. Von dem her 65... Oh, fuck, was ist denn das alles? Halboger. Halboger, ha, nett. Nee, nee, lass mal. Ich weiß nicht, wie stark ihr seid. Wenn ihr nur so kleine... Ah, ja, verletzt, ja. Okay, so stark sind sie gar nicht. Finde ich schon mal gut, wenn die nicht stark sind. Hat denn der dabei? Silberkette und... Bastardschwert, das nehme ich mal mit. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz gucken, wie viele Pfeile immerhin noch hat. 35? Du hast noch 19. Gott, ich hätte mir Pfeile kaufen sollen. Ist das auch ein Halbober? Oh, Grillon. Ah, jetzt habe ich den auch noch gepult. Wunderbar. Oh mein Gott, du bist fast tot. Heil dich mal. Ja, was wollt ihr? Es hat gerade irgendwas einen Ton ergeben, aber ich weiß nicht was. Gruppe hat eine Erfahrung gewonnen. 270. Ach, Chahir hat ein Level-Up. Oh, Grillon stirbt. Das ist schon mal gut. Ach du Kacke, da sind noch mehr. Oga Berserker. Oh, Grillon, yay. Gut, dass da noch mehr sind. Das macht die Sache umso einfacher, ne? Steht ganz oben auf meiner Liste. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, der Verstrickungsspell war schon sehr praktisch. Chef und Khalid auch mal darauf auf den Typen. Nein, Chahir, da bist du wahnsinnig. Du bist kein Paladin. Ah, fuck. Ah, er ist schon wieder am Krepieren. Khalid, Heiltrank. Danke. Er ist nur leicht verletzt. Oh, dem Toten auch. Während du da noch verstrickt bist. Nein, er geht da nicht rein. Könntet ihr bitte angreifen und ihr könntet bitte fernbleiben. Jetzt dürft ihr angreifen. Chahira, heil mal Khalid bitte. Der ist nämlich fast tot. Danke. Das war doch mal ein guter Kampf, oder? Da kann man sagen, was man will. Das haben wir gut gemeistert. Gib du die 8 Pfeile mal immerhin. Genau.
Und du machst in der Zwischenzeit einen auf Nahkämpfe. So. Puh, viel zu managen in den ersten 5 Minuten. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Shahira, du hast einen Level Up. Die Frage ist, was hat sich erhöht? Ich habe 000 Punkte, da kann ich schon mal nichts machen. Du bist Kämpfer Stufe 2, Druiden Stufe 2. Okay, das müsste bedeuten, dass du jetzt 24 Lebenspunkte hast. Die anderen haben 8 oder 4 oder sowas. Du hast nicht mal die Hälfte in Erfahrung. Du brauchst auch noch haufenweise. Ach, du bist schon Stufe 2. Ah, die anderen Charaktere sind noch weit, weit weg von Stufe 2. Gut, dann heißt es Leute plündern. Schutzformel? Das hört sich doch mal nice an. Haufenweise Gold und einen Zweihänder. Muss nicht warten, bis der blöde Effekt hier weg ist. Dich habe ich schon geplündert, so wie es aussieht. Da haben wir auch noch ein bisschen Gold und ein Iol. Ich weiß, es sieht aus wie LOL, aber das ist es nicht. Der Bader. Ach du Kacke, das sind noch mehr. Ach Gott, sind da viele. Bist du weg? Warum sind das so viele? Ja, ja, und alle attackieren sie Lorik sein. Ja, 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 ja. Kein Stress. Leicht verletzt. Die kann ich ja nie alle töten. Moment, das war der falsche Save. Das war der falsche Save. Hä? Warum zum Teufel hat der nicht gespeichert? Aha, willst du mich rollen oder was? Ja, das ist natürlich jetzt super. Jetzt kann ich wieder alles machen. Da drücke ich extra mehrfach Q, damit er das Ganze speichert. Was tut er? Er speichert nicht. Ja gut, zumindest wissen wir jetzt schon mal, was kommt. Das ist ja schon mal von Vorteil, würde ich meinen. Ah, dass da so viele Ogel sind. Das ist das, was mich so ein bisschen verblüfft hat. Schwertküste. Ah, wir sind an der Schwertküste. So ist das. Shaul, die Meerjungfrau. Hier gibt es ja doch einige interessante Leute zu finden. Darf ich euch um Hilfe bitten? Ich bin ganz allein in diesem gottverlassenen Trockenland. Und wer weiß, was sich in diesen Wäldern alles herumtreibt. Begleitet uns und wir werden dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Wunderbar, darf ich euch zum Zeichen... Was? Darf ich euch zum Zeichen meiner Zuneigung küssen? Es ist nicht meine Art, das zu tun. Ich kenne euch ja kaum. So leid es mir tut, ich muss darauf bestehen. Okay, okay, okay. Offiziell, dieser Ort ist böse. Dieser Ort ist böse, liebe Leute. Das ist böse. Komm, wir gehen. Hier, wir gehen hier hin. Hier haben wir nämlich noch einiges zu erkunden. Wisst ihr was, da gehe ich später hin. Alter, ich treffe eine wunderschöne Meerjungfrau. Mhm, was passiert? Sie küsst mich zu Tode. Das sind Sachen, die darf man keinen erzählen in der Taverne. Hey, die lachen mich aus. Wobei, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Es gibt da nämlich diese gute alte Rollenspielregel. Wenn du dich, egal in was für einem Rollenspiel, als Mann
in eine Taverne setzt und eine Frau macht dir schöne Augen, dann lauf, Gottverdammt, dann lauf. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Lauft um euer Leben, denn entweder ist es eine Succubus, die versucht, eure Seele durch euren Schwanz rauszusaugen, oder es ist so eine Kreatur wie diese Meerjungfrauen, die versucht, euch zu töten, ja? Frauen in Rollenspielen sind immer böse und versuchen, euren Charakter zu töten. Wie konnte ich das nur vergessen in dem Moment? Das ist Regel Nummer 1. Frau findet euren hässlichen Hauptcharakter wundervoll und schmeißt sich euch quasi um den Hals. Das ist eine Falle. Und das für ein Vieh. So, heil den mal. Sieben Gold. Nix. Es tritt genau das an, was ich gesagt habe. Unser Waldläufer ist müde. Müdigkeit. Das heißt, ich sollte vielleicht irgendwann mal rasten. Am besten so schnell, wie es geht. Ja, ein paar Pfeile haben wir noch. Ah, mir gehen die Pfeile aus. Das ist das Doofe im Moment. Noch ein umgestürzter Wagen. Was ist denn hier passiert? Ah. Was sind wir denn hier? Ich habe ja gesagt, es gibt überall was zu entdecken. Was sind das wieder? Achso, das sind die Viecher. Dixfarz. Immerhin schieß mal auf den. Schießt auch auf den. Wirklich? Hast du dich jetzt wirklich von dem Vieh hitten lassen? Das kann ja nicht sein. Und schon sind meine ganzen Heiltränke verbraucht. Ich will es ja fast nicht sagen, aber ich glaube, es sind schlecht gerüstet für die Reise. Kann das sein? Liegt vielleicht auch daran, dass wir eine Person weniger sind, als ich das eigentlich so gewöhnt bin. Was ich will, dass du wieder schießt. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Verletzt. Das ist schon mal gut. Schieß weiter. Schwer verletzt. Auch gut. Weiter. Tot. Noch besser. Wunderbar. Die haben wenigstens einigermaßen was an Gold dabei. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Gar nicht mal so schlecht. Gold ist genau das, was wir im Moment brauchen. Gold, Gold, Gold und noch viel, viel mehr Gold, wenn es geht. Dann bin ich auch schon wunderbar zufrieden. Wie viel Schuss hast du noch? Du hast noch 8. Du hast noch 25. Was habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz oben auf meiner Liste. Sollte ich vielleicht mal Chahira upgraden, wenn ich schon dabei bin. Stufe erhöhen. 0-0. Das blieb gleich. So, nächste Stufe erreicht. Wunderbar. Ja, was wollt ihr? Dann bist du die Einzige, die schon so viele Hitpoints hat. Leider bekommen wir nicht bei jedem Level Up einen neuen Zauber für Chahira. Ein bisschen blöd, aber das ist halt so. Ich glaube, nur jeder zweite Level bringt einen Zauber. Oder später dann auch jeder dritte oder sowas. Na, hast du Angst? Läufst du jetzt weg von mir? Aber nie nett. Hä? Ja, ich kümmere mich gleich drum. Was habt ihr dieses Mal für mich? Ja, was man nicht alles tut für ein Gold, ne? Ist ja noch was versteckt? Ah ne, ist nur der Pfad hier rauf. Okay. Überfallene Karawane. Lasst mich raten, die hat die 100% Eisen dabei, oder? Würde Sinn ergeben, es heißt... Oder es herrscht Eisenknappheit. Das heißt auch, dass immer wieder Überfälle stattfinden. Also wenn diese Karawane Eisen geladen hat, dann dürfte sie überfallen worden sein. Hm.
Ja, ja, dumm Diddle, da ist sie mich auch. Vielleicht hätte ich vorher nochmal sparen sollen. Ja, könnt während eines Kampfes nicht speichern. Warum greifst du mit den Händen an? Ah, seine Waffe ist zerbrochen. Das ist natürlich wieder das beste Timing, was man sich wünschen kann. Hm. Ich habe keine Ersatzwaffe, Gott verdammt. Okay, Plan B. Komm du mal zurück. Du machst die große Schieße und du schießt mit diesem Zauberdingens. Wow, das war effektiv. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Alter. Was haben wir denn hier alles? Richtig schöne Sache. War das nicht der Ogre, der uns dieser Jäger davon erzählt hat? Hier irgendwo in der Nähe? War da nicht irgendwo der Jäger? Hier, den wo wir getroffen haben? Der uns erzählt hat, ah, ich habe schon mal einen Ogre getötet, bla bla bla. Oder? Oder seine Gruppe wurde von einem Ogre getötet. Irgend sowas war doch hier. Ah, wo läufst denn du hin? Du bist ja ein komischer Kauz. Was immer du bist, Schreckenswolf. Oh, immerhin. Was wollt ihr? Immerhin, du kleine Wahnsinnige. Gib das mal immerhin, sie ist fast tot. Ja? Gute Frau ist fast tot. Ich hab geh von diesem Vieh weg. Mach deinen Zauber. Schwer verletzt. Na, das reicht mir doch nicht. Du sollst sterben. Dem Tode nahe. Okay, das können wir noch managen. Ach komm, jetzt hütte doch diesen blöden Schreckenswolf. Danke, war doch nicht so schwer. Das ist seltsam, dass man die Viecher nicht looten kann, so mit Pelz oder sowas. Gut. Ach du Scheiße. Kann ich euch was wollt ihr? Wie viel Schuss hast du noch? Du hast noch 4 Schuss. Ihr habt eine Aufgabe? Oh, mich kümmert's nicht. Vertue ich meine ganze magische Waffe an den Idioten hier. Ja, ich bin komischer Chaos. Ich weiß. Immerhin. Lauf einfach weiterhin im Kreis. Passt. Ist immer gut, dass die ganzen Monster rauskommen, wenn man keine Munition mehr hat für seine Bögen, ja? Oder nur noch mit gebrochenen Waffen rumläuft oder sowas. Das ist super. Das gefällt mir. Auf zum freundlichen Arm. So sehr ich euren Wunsch nach einem eigenen Weg auch respektiere, muss ich dennoch darauf bestehen, dass wir uns bald nach Neshkill aufbrechen. Ja, machen wir auch, aber wir brauchen mehr Proviant. Wir brauchen einfach mehr Proviant, liebe Chahira, ja? Wir machen das schon. Aber erst zurück zum freundlichen Arm, haufenweise Pfeile kaufen und dann nach Neshkill. Ja, weil die Wälder sind gefährlich. Wir haben es gesehen. Sind gefährlich und wunderschön. Ah, die Meerjungfrau. So, wir haben von dem Ogre noch was bekommen. Jetzt, wenn der stehen bleiben würde, könnte ich mit dem Typen auch reden. Bitte was? Gut, wir können nämlich hier identifizieren. Gürtel. 200 Gold. 200 Gold. Das schwer verdiente Gold. Das haben wir hier. Gürtel der Umwandlung. Der verfluchte Gürtel der Umwandlung. Ein seltener und umstrittener magischer Gegenstand. Besitzt größte Zauberkraft. Jeder, der so unvorsichtig ist,
ihn um seine Hüften zu schnallen, wird das Opfer einer Geschlechtsumwandlung. Es wird erzählt, dass vor nicht einmal 50 Jahren ein namenloser Hofner geköpft wurde, weil er den Gürtel einer Geliebten von Herzog Lobelan als Geschenk überreicht hatte. Sowas könnte ich mir im echten Leben doch mal praktisch vorstellen. Fluch der Elfen. Pandar von Nabenthal war zu seiner Zeit ein berüchtigter Straßenräuber und machte sich dadurch einen Namen, dass er den Elfen im Wald Chamantor gehörig zusetzte. Zu ihrem Ärger suchte er im Wald wiederholt Zuflucht vor dem Gesetz und entkam mit Hilfe dieses Gürtels auch den Pfeilen der Elfen. Zu Pandans Pech erwiesen sich Grubenfallen und das allmähliche Aushungern als langsamer, aber wirkungsvoller Ersatz. Eigenschaften: Rüstungsbonus -3 gegen Stichwaffen und gegen Geschosse. Das ist praktisch. Was habe ich da überhaupt an? Gürtel der Gegensätze. Kältewiderstand 100. Ja, der ist besser. Den gebe ich Khalid. So, hier noch Morgenstern. Regenbogenhalskette, die bringt mir auch nichts. Gut, vielen Dank, junger Mann. Jetzt ab in die Schenke. Um zu rasten, ein paar Sachen zu kaufen und dann geht's wieder dahin. Das ist so der Plan. Ja, was wollt? Bin euch weit voraus, Chef. Was hast du denn zu verkaufen? Wir rasten jetzt erstmal königlich. Das haben wir uns verdient. Und dann verkaufen wir hier das ganze Zeug. Gürtel der Umwandlung ist auch wieder 100 Gold wert. Also haben wir es eigentlich schon wieder drin, was wir ausgegeben haben. Das ist gar nicht so schlecht. Die kaputte Waffe will keiner. So. So. Ah, Schienenpanzer oder sowas wäre schon geil. Kettenhelm. Hä? Warum ist der so... Hä? Kostete der Schienenpanzer das letzte Mal nicht noch irgendwie 300 Gold oder sowas? Er hat einen Schienenpanzer, der Bastard. Ich will auch einen Schienenpanzer. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Hey, Preise sind für alle gleich. Schienenpanzer, Baby. Wo sind jetzt die Pfeile? Kann ich denn nicht gleich sagen, ich will irgendwie 2000 Stück oder so? Nein, anscheinend nicht. Ach, hier. Eine Goldmünze. Kaufen. Oh. Habe ich jetzt wirklich für 200 Gold Pfeile gekauft? Alter. Das sind sehr, sehr viele Pfeile, muss ich sagen. Aber das sind halt auch Pfeile, die wir brauchen. Das hilft dir alles nicht. So, das kannst du mal hier lassen. Das braucht nämlich kein Mensch. Eine neue Waffe zu kaufen wäre ziemlich hirnrissig, weil wir finden das sowieso genug. Du hast hier deinen Schienenpanzer, den legen wir gleich mal an, dann sehen wir mal einiges cooler aus. Das kannst du kaufen. Getränke brauchen wir nicht. Gut! Liebe Leute, wir sind frisch ausgerüstet, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge von Baldur's Gate Enhanced Edition gehen wir nach Neshkel. Weil meine Leute einfach schon so danach drängeln, dass wir nach Neshkel aufbrechen. Und ich werde mich fernhalten von diesem komischen Vibesbild im Wald. So, ich bin euer Zagon. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich sage wie immer, stay tuned. And so long.